So, willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor mit mir, dem Philipp Drachenberg. Grüße! Bist du okay? Soweit wie man es erwarten kann. Denn viele Zyklen lang hat sich niemand die Mühe gemacht, mit mir zu sprechen. Faszinierende Daten. Ich kann Ihnen helfen. Unten in dieser Anlage befindet sich etwas Wertvolles. Danke. Mal sehen, was wir finden. Okay. Ist in Ordnung? Der Himmel ist kaputt. Was hat den Himmel zerbrochen? Die Erscheinung. Scan läuft. Sektor 6 Alpha. 7 Anomalien. Scan läuft. Sektor 6 Beta. Eine Anomalie. Der Himmel ist kaputt. Die Meister sind tot. Okay, der ist immer noch sehr verwirrt. Zeit für ein Upgrade. Oh Mann, oh, ich habe gedacht, ich krieg jetzt was Neues. Bleibe mal bei Gelb. Ah ja, das habe ich euch gar nicht gesagt, aber ihr habt es ja gesehen, dass sich die Lichtschirmfarbe geändert hat. Im Lauf der vorletzten Folge zu dieser. Oh nein, jetzt schon wieder so ganz. Oh Mann, ich krieg hier Anfall noch. Egal, was soll's. So, hopp. Ja, aber so viel Schaden mache die jetzt auch nicht, zum Glück. Aua. Oh, zum Glück mache die keinen One-Hit. Ich wäre jetzt gerade zweimal schon gestorben. Oh nö, nicht noch mehr. Okay, 3, 2, hopp. Wir sind noch nicht am Ende. Wir kriegen das hin. Ja, sorry, Mann, aber dein Problem. Oh nee. Okay, die haben aber dauerhafte elektronische Punkte, die getriggert werden. Ich glaube, wir waren noch gar nicht bereit. Hä, was soll das jetzt? Schön konzentriert bleibe bei Sprungpassage und gern ein Like und ein Abo dalassen. Konzentration. Macht dir das Spaß, Kumpel? Ich denke mal schon, aber diese scheiß Stromerei hier nervt mich. Ich frage mich, wie man das jetzt regeln solle. Ach so. Ja, ich habe schon gecheckt. Ich habe schon gecheckt hier. Aber irgendwie muss man ja doch noch E drücken. Und hopp. Das ist nicht aufzuhalten. Ja, das verstehe ich auch nicht. So. Was für eine unheimliche alte Ruine. Aber wenn der Boss sagt, hier ist irgendwas, stelle ich keine Fragen. Geist in der Maschine. Jetzt geht's da durch, wenn man da durch will. Oh, seht mal, der Jedi. Du solltest nicht hier sein. Nein, nein, zu nah. So witzig es ist, gegen etwas kämpfen zu können. Ravis wäre wohl nicht begeistert, wenn du näher kommst. Also verschwinde, Jedi.
Ich gehe ja schon. So, okay, die sind tot. Bin ich jetzt hoch? So, okay. Also hab ich schon gedacht, wir können schon mal Sven da reinhops, aber... Oder haben wir noch so alter Droide ähnlicher? Ich wette, sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Ja, ich wette, das kann die auf jeden Fall. Okay, dann probieren wir doch jetzt mal hier ein. Riegel den Weg ab. Niemand kommt hier durch. Nicht mal dieser Jedi anschauen. Sie ist ein Feigling. Genau. Wir sollten melden, dass wir ihn gesichtet haben. Ich würde ihn am liebsten selbst töten. Aber Vorsicht! Sie müssen sterben! Systemschaden! Vernichtet sie! Bisschen Hilfe, Koppel! Du warst, ich erschieß dich jetzt einfach. Aua. Klingt, als würden sie da vorne irgendwas Wichtiges bewachen. Zack. Piu. Oh, ich lieb diese Abkürzfunktion. Warum? Sie sollen nicht. Alles okay? Sie dürfen nicht hinein. Aber ich will. Wow, das war gut. Beide auf einmal. Weg. Herr Tafont, bringen wir sie zu See. Ich bräuchte Hilfe, bitte. Oh, überall diese Stromkreisläufe, meine ich. Stirb. Wo ist denn jetzt der kleine Droide hin? Den brauche ich. Stirb. Was immer da vorne ist, sie wollen nicht, dass wir es erreichen. Ja. Was ist das? Ja, irgendwas kaputtes halt. Ah ja, zerstört die Wand. Hört sich für mich auch noch was kaputtem an. Thank you.
probieren, das mal ein bisschen taktisch zu machen. Boah. Ah. Boah. Wetter hier. Jetzt wäre ich gerade fast drauf gegangen hier. Oh. Au! Hä? Jetzt muss ich auch noch hier drauf achten. Och man, jetzt reicht's mir aber mal hier mit diesem ständigen. Abge. Mann, was soll denn das jetzt? Ich will das nicht mehr. Ja, danke für den Stim, den. Die Dinger gehen ja auch nicht mehr aus. Spiel, du machst mich noch fertig. Mann, jetzt war ich doch oben, Mann. Oh, Herrgott, zack. Diese behinderte Scheiße hier. Ihr werft mich jetzt runter. Die wollen uns auf gar keinen Fall reinlassen. Ah, Mann. Diese Sprungpassagen sind echt nicht leicht. Also zumindest für mich nicht. So. Ich glaube, hier ist der reguläre Weg irgendwie. Mal überlegen, warum sollte man denn sonst hier uns meditieren? Ja, gehen gut. Wir. Ja, guck, ich will ja auch noch was scannen. Sehr schwer. Ich glaube nicht, dass ich das bewegen kann. Ja, sehr, sehr schwer. Zeigt mir ja auch gerade an. Ich bin ja auch nicht der Starkiller. Ich kann ja auch keine Sternezerstörer aus dem Weltraum hieben. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Okay, wir müssen es definitiv noch weiter schaukeln. Was ist das für eine blöde Scheiße hier? Ja, das funktioniert auch nicht. Warum gibt's diese... Ja, ich frag einfach erst überhaupt nicht. So. Schauen wir doch mal, dass wir ja weiter klettern können. Und weiter geht's mit uns. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Like und Abo dalassen, liebe Zuschauer oder Zuhörer. Ich weiß nicht, ob ihr das Let's Play anschaut oder anhört. Ja, genau. Dazu könnt ihr mir gerne Feedback in die Kommentare geben, wenn ihr dazu Bock habt. So. Kürzung freigeschaltet, dann vermute ich mal, dass wir hier irgendwie weiterkommen.
Androiden. Sie waren jahrhundertelang ungestört, bis die Raider kamen. Defekter Droide. Ja. Ah, da können wir gar nicht rein. Können wir hier rein? Ah, tatsächlich sogar. Was gibt's da? Das wird Cordova interessieren. Okay, ein Geheimnis. Wer bist du denn? Who are you? So, perfekt. Ich habe dich jetzt hier fürs Thumbnail. So, UI aus. So, zack. So, und wir machen es sofort weiter. Ey, für was habe ich dich verlangsamt? Du liertriger Haksreicher, du. Jetzt habe ich es aber geschafft, ihn zu treffen mit dem Ding. Stirb jetzt. Was, mit dem hat sie echt keinen Wert. Spezialanfertigung. Können wir sie gebrauchen. Oh, vielleicht können wir jetzt auch eine Parierstange bauen. Parierstange erhalten. Kell kann jetzt im Kampf den Parierstangenkampfstil einsetzen. Ermöglicht langsame und wuchtige Angriffe und eine hohe Ausdauer zur Verteidigung. Aber die macht gut Schaden, aber ist halt echt langsam. Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Wir müssen das hier benutzen. Jedes Schiff, das wir in den Abyss geschickt haben, ist spurlos verschwunden. Wir gehen zusammen. Ich lasse es nicht zu, dass ihr dieses Risiko alleine auf euch nehmt. Das ist eure Erfindung. Niemand sonst versteht sie. Ihr seid die Einzige, die mich zurückführen kann. Versteckst du dich von mir? Ha! Also gut. Ich zeichne die Passage auf und sorge dafür, dass ihr zu uns zurückkehrt. Kree und Dagon. Ey, gut, ich... Ah, komm, Mr. Was. Ich werde dir die Kehle durchschneiden. Wie ist das? Oh, das lässt du mir wissen.
Ja. Das geht eigentlich ganz gut. Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Ich glaube, hier kriege ich sowieso nichts Neues, oder? Gehen wir an die Arbeit. Ah. Können wir jetzt uns den Stil aussuchen von den kleinen Dingerle. Das ist ja echt cool. Sollen wir es hier mit probieren? Okay, behalte mir mal die Parierstange. Vorerst mal. Sieht aus, als hätten wir Besuch. Ihr werdet doch wohl mit einem einzelnen Menschen fertig. Sehr getroffen. So ein bisschen wie bei einem Breitschwert, würde ich sagen. So langsam. Nicht jetzt. Ich will. Komm schon. Seh dich nur an. Ja gut, ich wechsle wahrscheinlich jetzt dann. Mit dem kann ich echt nicht arbeiten. Ah, gib mir schnell nochmal zurück. Nein, das Ding ist viel zu wuchtig. Das kann ich nicht. Also ich finde es cool, dass wir unterschiedliche Stile und so haben, aber das kann ich nicht. So, ändern wir doch mal unsere Kampfstile hier wieder. So. So. Ich finde der Blaster schon ungewöhnlich genug. Als kommt es ja wahrscheinlich wieder, oder? Nee. Tatsächlich nicht. Die war, glaube ich, nur so ein paar hier starke Teste. Abkürzung freigeschaltet. Ah, hier ist gar nichts. Da ist nichts. Gar nichts. Okay, cool, jetzt haben wir hier beide Orte eröffnet, aber ach, müssen wir wieder zurück. Ja, okay. Wenn du wieder unbedingt zurück willst. Jetzt habe ich nicht lang genug gedrückt. Jetzt gerade schnell eine Schnellreise zurück, stimmt. Ja, ich war schon wieder im Jedi Fallen Order Modus. Da muss man ja komplett überall zurückreisen. So, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gerne Like und ein Abo da lassen. Schreibt gerne auch was in die Kommentare zum Mikrofon-Sound, ob der besser ist oder nicht. Genau. Hast du bei unserer Ankunft den Krater gesehen? Naja, Krater ist noch vorsichtig. Dieser Anblick ist Wahnsinn. Ohne Zweifel wimmelt es hier von Bösewichten. Ja. Hätte dein Blaster ein bisschen mächtiger machen können. Wählen wir unser Ziel. Kobo ist doch unser Hauptziel, oder? Nimm Kurs auf Kobo! Nimm Kurs auf Kobo!
So. Hast du dir die alte Technik angesehen, die Kerl in dem Labor gefunden hat? Konnte nichts damit anfangen. Vielleicht passen ein paar Teile zusammen, wenn wir uns Dagens Zuflucht auf Kobo angesehen haben. Die Leute kommen nach Kobo, wenn Dinge kaputt sind, nicht um sie zu reparieren. Du wirkst ziemlich gefasst, Breeze. Oh, Bauchpinselei. Vielleicht lasse ich dich sogar mal die Mantis fliegen. Wirklich? Nein. Wenn ich mir überlege, doch nicht. Hab ich hier sowas von gedacht. Komm, setz dich, Kerl, wir sind gleich da. Oder? Das kommt doch jetzt dann. Okay, Junge, setz dich. Wir sind da. Ja, klar. Hopp. Kobo. Koba Fett. So. So, die Frage ist jetzt aber, was suchen wir eigentlich? Ja, schaut mal, die Grafik hier läuft doch viel besser wie vorher. Ah, da hinten ist unser Hauptziel. Wie kann ich dem jetzt folgen? Ich den jetzt sehen, wenn ich hier rumlaufe? Okay, ich bin komplett in die falsche Richtung. Weiter hier entlang. Vielleicht hier durch. So. Okay, weiter voran. So ist es. Mit euch sprich ich gleich. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, ich bin glaube ich sogar schon spät. Wo war jetzt die Anhöhe, wo ich hoch muss? Genau da zwischendrin, hier. Oder? Gut, dann kann ich jetzt den Pin deaktivieren. Muss ich jetzt nur noch nachher oben. Mal gucken, ob mir das Gericht gleich finde. Oder ob wir dazu noch ein bisschen brauchen. Jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Hallo, Reisender. Grüß dich. Who are you? Hallo. Keine Sorge wegen der Bestie. Sie mag keine Fremden. Genau wie der Berg. Seid vorsichtig. Wir versuchen's. Danke. Wir nennen ihn Prospektorentod. Ist ziemlich tückisch. Dort lauern allerlei Gefahren. Klingt so, als wäre es wie für uns gemacht. Zwischen diesen Felsen gibt es Dinge, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Oh, wir kennen auch einige Schauergeschichten. Okay, dann kommen wir ja sogar schon genau in die richtige Richtung. Er spricht das so komisch mit mir. Vorsicht! Es gibt keinen Grund, sich Sorgen. Wow! Ich hab dich, Shanna! Ja. Danke. Okay, warte mal, ich sprich kurz mit dir. Oha, wir können tauchen.
Ja, stimmt, konnten wir ja schon vorher. Geduld, junger Padawan. Geduld. Ja, also gut, warte, ich komme zu dir. Kerl, das ist BD1. Meine kleine alte Mama hat mich Scuba Steph genannt. Ich bin Scuba der Fischer. In Paloon's Saloon gibt's einen Fischtank, der etwas Aufmerksamkeit vertragen könnte. Paloon's Saloon? Dieses Wasserloch voller Landratten unten im Tal? Gut, gut. Vergiss meine Frage. Ah, gut, überredet. Ich mach's. Wir treffen uns im Saloon und ich sehe mir diesen sogenannten Tank mal an. Okay. Boah, cool, wir haben ihn rekrutiert. Du konntest dich also nicht fernhalten. Niemand vergisst die Meeresgischt, dem sie einmal den Gaumen vernebelt hat. Du siehst irgendwie aus wie ein Huhn. Du siehst aus wie ein Fischer, Junge. Und zu deinem Glück sitzen wir genau über dem Bau eines Seefischs. Ein Seefisch, ja? Stimmt, ein unmöglicher Fang. Kein Fischer mit klarem Verstand stellt einem so mühseligen Gegner nach. Kein Fischer. Außer Scuba Steph. Alles klar. Nett, dich kennengelernt zu haben. So, dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis dahin. Ciao.